Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SBKW Sobczak & Partner. Nicht nur eine Ehe kann zerrüttet sein. Auch bei einem Mietverhältnis kann man von einer Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses sprechen. In dem Falle ist es möglich, den Vertrag zu kündigen. Nähere Einzelheiten dazu heute von Rechtsanwalt Robert Kaiser aus unserer Kanzlei. Der Bundesgerichtshof hatte mal einen Fall zu entscheiden, wo ein Gewerbemieter aus einem Mietvertrag wieder hinaus wollte, also den gekündigt hatte. Der sollte eigentlich 2 Jahre laufen und der hat ihm nach einem halben Jahr gekündigt, weil nämlich der Vermieter anderen gegenüber immer wieder erzählt hat, der Neue, der wäre ja ein Sektenbetreiber und würde einen Puff betreiben. Das stimmte alles nicht und allein wegen dieser Diffamierungen konnte der Mieter einen Zeitmietvertrag fristlos und ohne Abmahnung kündigen. Also ein sehr scharfes Schwert, wenn man zum Beispiel ein Interesse daran hat, aus so einem Mietvertrag vorzeitig hinauszukommen. Das gilt natürlich für beide Seiten. Ein Vermieter, der es ja in Deutschland unter Umständen gerade bei Wohnungsmietverträgen ja nicht so einfach hat, einen Mieter loszuwerden, wenn er es denn möchte, der sich sonst nicht zu Schulden kommen lässt, also insbesondere die Miete zahlt und auch sonst keine Ruhestörung oder andere Pflichtverletzungen hat. Wenn dieser Mieter aber den Vermieter zum Beispiel erheblich beleidigt, leck mich am Arsch, du dumme Sau, wie auch immer, dann kann er schon aufgrund solcher Bemerkungen, wenn diese seine Ehre verletzt haben, eine Kündigung begründen. Und er kann dies auch, wenn der Mieter zum Beispiel anderen gegenüber erklärt, na, diesem Betrüger, diesem Verbrecher, dem werde ich es ja mal zeigen. Wenn er das am Ende in einem Prozess, wenn es streitig sein sollte, beweisen kann mit Zeugen, dann besteht da schon eine Gefahr, dass ein Gericht am Ende sagt, gut, hier ist das Vertrauensverhältnis derart gestört, das gesamte Vertragsverhältnis so zerrüttet, dass es dem Vermieter nicht mehr zumutbar ist, das fortzuführen und er kann dann kündigen und zwar fristlos, ohne Abmahnung. Das heißt, die konkrete Situation wird schon eine Rolle spielen, dass zum Beispiel ein Mieter, der zum Beispiel eine Kündigung bekommt, aus einem anderen Grund, sagen wir wegen Eigenbedarf, dass der in dem Moment aufgebracht ist und vielleicht auch das ein oder andere unüberlegte Wort fallen lässt, wird man bestimmt anders zu werten haben als jemand, der einfach tatsächlich ohne Grund oder aus nichtigem Anlass die Ehre und beleidigende Worte halt ausspricht oder auch handgreiflich wird. Ich meine, das ist natürlich auch klar, wenn ein Vertragspartner den anderen wirklich körperlich angreift, dann ist das natürlich auch ein Kündigungsgrund. Wenn man also einen Kündigungsgrund sucht, ob nun als Mieter vielleicht bei einem Zeitmietvertrag oder als Vermieter, weil man aus anderen Gründen die Immobilie anders verwerten will, kann es sich unter Umständen lohnen, dass man im Umfeld der anderen Vertragspartei sich umhört und wenn man dort in Erfahrung bringen kann, dass schlecht über einen gesprochen wurde, dann muss man sich halt vergewissern, inwieweit derjenige, der einem das erzählt hat, glaubwürdig ist und eben auch als Zeuge in Betracht kommt und kann darauf dann durchaus auch eine Kündigung stützen und dann mal schauen, wie das ausgeht. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Klaus Sobczak, Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Steffen Balke sowie Steuerberaterin Marion Setzefand. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner, Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 033 77 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.